Hallo und willkommen zurück zu Hearthstone und einem weiteren Video zu den Karten der neuen Kartenerweiterung Whispers of the Old Gods. Und zwar werden wir uns in diesem Video der Karte Brut von Zod anschauen. Diesmal habe ich leider keine Gold-Version gefunden, also ja, I'm sorry. So, und dann, oh nein, halt nicht spielen, wir wollen nicht spielen, wir wollen natürlich Karten gucken. Wo macht diese Karte Sinn? Also, wie ihr seht, ist Barn of N'Zoth eine 3-Mana-Kostenkarte mit 2 Angriff, 2 Leben und hat einen Death-Rattle-Effekt, gibt deinen Minions plus 1, plus 1. Ja, also von Mana-Kosten und vom Body her würde man eigentlich sagen, boah, ganz schön teuer. Aber durch den Death-Rattle-Effekt wird die Karte eigentlich doch übel, weil diese Karte ist im Endeffekt eine Macht der Wildnis mit Körper. Ja, also jedenfalls im englischen Text steht: Give your Minions, also allen Minions, die man auf dem Board hat, quasi plus eins wie Macht der Wildnis. Also wäre vielleicht für Druiden in Kombination mit sogar Macht der Wildnis vielleicht sogar interessant, um das eigene Board irgendwie voll zu flatten, wenn man Token oder so spielt. Hat auf jeden Fall Synergie, kann man gar nicht von der Hand weisen, um halt ein Token-Deck irgendwie zu buffen beim Druiden. Ich weiß nicht, inwiefern das zum Beispiel mit Sachen wie Moment, oh, es ist halt, nee, es war eine 4-Mana-Kostenkarte. Inwiefern das mit Giftsamen eine Synergie bilden könnte, also wenn man Giftsamen und dann vielleicht sogar noch Seele des Waldes hat, also diese Kombination, also erstmal Giftsamen spielt, erstmal Seele des Waldes spielt, danach Giftsamen und dann in der darauffolgenden Runde, was weiß ich, hier die Brut von Zod spielt, wäre, denke ich mal, Kombinationsmöglichkeit. Ja, klicken wir mal die Suppe da mal weg. Ansonsten, ja, es ist eine sehr gute Buff-Karte, keine Frage. Also wenn man ein Board hat, denke ich mal, sehr stark. Für Hunter könnte ich mir vorstellen, dass das bei einem Midrange-Deck doch auch seinen Weg reinfinden wird. Hier um solche schwachen Minions wie Waldwolf oder Hyäne im Early Game zu buffen oder im Mid Game. Oder auch hier, den könnte man auch buffen. Also Hunter hat auch die eine oder andere Karte, die von so einem 1-1er-Buff auf jeden Fall profitieren würde. Und wenn der Hunter Boardpräsenz hat mit Taunt und alles und dahinter dann die Brut von N'Zoth und die dann irgendwo raufspielt, rauftradet, könnte man ja zum Beispiel in Kombination, wenn man zum Beispiel, das ist jetzt wieder reine Theorie, einen Waldwolf auf dem Board hat und dann Unleash the Turds spielt, dann hätten die ja schon mal allein durch den Waldwolf plus 1. Und die würden dann schon mal 2 machen. Dann spielt man halt den Spawn von N'Zoth irgendwo rein, also tradet den, und würde dann die Hunde nochmal buffen. Und dann hätte jeder Hund 3 Angriff, 2 Leben, würde dann vielleicht sogar überleben, je nachdem. Und boah, der Burst Damage, der dann da eigentlich bei rumkommen könnte, bei dieser Kombination. Gut, es ist eine, ich will jetzt nicht sagen, eine unwahrscheinliche Kombination, aber es wäre dann schon mal eine 4-7-Mana-Kombo, die man vorbereiten muss. Also ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass man das jedes Mal antreffen wird, aber es ist eine durchaus mögliche Kombination. Magier müsste man wahrscheinlich ein Death-Rattle-Deck irgendwie, also ein Token-Deck bei Magier wäre wahrscheinlich auch möglich, könnte ich mir vorstellen. Gegen Magier, ja, Magier hat leider viele Removals, also kann den Spawn auf eine Sorte relativ schnell entfernen. Und dann, ja, aber ob man da vielleicht einen Sheep oder so reinhauen will, würde ich jetzt nicht unbedingt so schnell pauschal sagen, weil es davon abhängig ist, wie viel Minions der Gegner auf dem Board hat und wie viel denn gebufft werden würde. Also Magier jetzt so von dem Basiscard oder von dem Magier-Set, was der Magier so hat, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, da ist irgendwie eine Synergie vorhanden. Müsste man wahrscheinlich so ein Deck für bauen. Paladin sieht das allerdings schon wieder ganz anders aus, wenn man hier ein Murloc-Paladin spielen sollte, also Gammel-Cancer-Deck. Oder selbst mit der neuen Rekrutenkarte für 5 Mana, 5 Silverhand-Recruits. Oder generell mit den Rekruten ist, denke ich mal, eine Kombination möglich. Um da irgendwie Tempo aufzubauen oder im Wildmodus halt mit Ruf zu den Waffen, denke ich mal, auch interessant. Also da ist auf jeden Fall Synergie vorhanden.
Beim Priester, ja. Priester hat ja eher die Möglichkeit, als manch andere Decks, ja, ein Death Rattle Deck zu bauen, da der Priester ja doch relativ gute Death Rattle Karten hat. Also, ja, die wenigen, die er hat, die sind eigentlich nicht schlecht. Also, da könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwie was gebaut werden könnte. Vor allem, wenn man bedenkt, plus eins ist cool für die Light Well, ist für das Lightspawn auch sehr geil. Muss man mal überlegen, da kriegt der. Das ist jetzt die Frage. Wird das denn ein. Wenn der jetzt ein 1-1 kriegt, der kriegt ja dann. Kriegt der erst einen Angriff, ein Leben oder ein Leben und dann einen Angriff? Weil die Reihenfolge würde schon Sinn machen. Wenn es erst einen Angriff kriegen würde. Obwohl, dann würde es ja auch 6. Dann wäre es ein 6. Ein 6-6. Und würde dann noch einen Lebenspunkt zu kriegen. Würde es ein. Würde das ein 7-6. Ein 7-7er werden? Nee, er kriegt ja maximal einen Lebenspunkt dazu. Also das wären dann sechs Lebenspunkte. Wird's ein 6-6er oder ein 7-6er? Das bleibt abzuwarten. Obwohl, man müsste es ja eigentlich ausprobieren können mit, ist ja im Endeffekt nichts anderes wie mit, na wo ist er denn? Hier mit der Klerikerin. Das muss ich nachher gleich mal austesten. Aber ich glaube, das müsste mit Lightspawn. Ich glaube, das wird bloß ein 6-6er, ne? Ja, weg da. Das wird, glaube ich, bloß ein 6-6er. Also, Priester könnte ich mir da auch einige Synergien vorstellen. Vor allem, man könnte sich den als Priester. Ne, kann man sich nicht klauen, ne? Der hat. Doch, könnte man. Oh. 6 Mana. Könnte man hier mit der Kabal-Schattenpriester vom Gegner sogar klauen. Also. Ja. Für Schurken. Wenn man Mech-Schurke spielt, ja, kann ich mir vorstellen, dass da was geht. Auf jeden Fall. Wow. Und dann in Verbindung mit dem Raptor kann ich mir da auch die eine oder andere Kombination vorstellen. Ja, keine Frage. Oder auch hier mit unter dem Kolosseum, wenn man da ein paar von denen auf dem Board hat, dann den Spawn irgendwo rein, also die Brut irgendwo reinjagen und dann hat man auf einmal 5-5er. Fünf wird schon ziemlich cool. Keine Frage. Ansonsten, ja, ist eher nicht so toll. Beim Schamanen würde ich auch wieder ganz klar sagen, ja, hat Synergien allein dadurch, dass ja der Schamane eine Klasse ist, die viele, viele Minions aufs Board also versucht zu kriegen, um halt die Blutrausch zu triggern. Und ich denke mal, um die in Verbindung mit, wo ist er? War das eine 5-Mana-Karte? Genau, mit dem Recken von Donnerfels auf jeden Fall auch sehr geil, weil die Totems dadurch ja auch ein Leben kriegen. Also ist das im Endeffekt, wo ist die Karte? Das war, glaube ich, eine 0-Mana-Kostenkarte, ne? Ja, quasi wie Macht des Totems, bloß dass es nicht zwei Leben gibt, sondern 1-1. Also auf jeden Fall besser als Macht des Totems, würde ich sagen. Also beim Schamanen auf jeden Fall auch relativ gute Synergiemöglichkeiten, auch wenn man ein Murloc-Deck oder so irgend so einen Cancer spielt, ja. Dann Hexenmeister. Ja, Hexenmeister hat ja auch einige Death Rattle-Möglichkeiten und da könnte man vielleicht auch in Kombination hier wieder mit dem Schrecken der Leeren einige interessante Kombos spielen, könnte ich mir vorstellen, wenn man hier Wichtelgang was draußen hat und wo ist die Wichtelexplosion? Mit der Wichtelexplosion, dann hat man einen 2-2er-Wichtel, also oder mit Schreckensross auch wieder Kombinationsmöglichkeiten. Also Hexenmeister ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Vor allem kann man dann seine eigenen Minions vor der Höllenbestie schützen, also vor dem AOE der Höllenbestie. Also könnte ich mir da auch vorstellen, dass da auf jeden Fall auch Kombinationsmöglichkeiten vorhanden sind. Ja, mit dem Alganis, der ja auch leider bloß im Wildmodus verfügbar sein wird. Ja, ziemlich geil. Die Minions dann noch weiter buffen. Jo. Gut, dann mal zum Krieger. Ja. Da müsste man einen Krieger spielen, der immer viele Minions auf dem Board hat. Da würde das vielleicht was bringen. Vielleicht sogar in einem Enrage-Krieger, könnte ich mir vorstellen. Weil man ja dadurch seinen Throffing Berserker oder seinen Axtwerfer oder Grim Patron, wenn man will, noch weiter im Leben hochpushen könnte, damit man die noch mehr beschädigen könnte, um noch mehr Damage zu generieren. Also das wäre auf jeden Fall eine gute Kombinationsmöglichkeit. Denn hier mit einer Drache und Wirbelwind. Ich denke mal, da ist eine Synergie vorhanden, auf jeden Fall.
Wie gut die doch ist, ist die andere Frage. Und auch auf jeden Fall hier mit dem Obsidian-Zerstörer und den 1-1er, wenn man dann wirklich mal ein paar mehr von denen auf dem Board haben sollte und dann da den Spawn irgendwo rein tradet, hätte man theoretisch im Endeffekt kurzzeitig einen Hogger. Also Hogger Towns, das wäre schon ziemlich cool, denke ich mal. Wäre auch ein guter Buff, um zu verhindern, dass der Meeresplünderer was tötet. Ja, also da könnte ich mir auf jeden Fall ein paar Synergien vorstellen. Und dann gehen wir mal direkt noch ganz flugs auf die neutralen Karten ein. Also die Karte ist auf jeden Fall ein Buff für alle Einkosten-Minions, die einfach weggepinkt werden könnten, wie Irwish, Aufzignum. Gut, der fadet ja eh raus, weil es eine Gnomus Goblin-Karte ist. Aber hier die Knappen wird dadurch gebufft. Ja, nicht unbedingt. Hier Murlocs auf jeden Fall. Dadurch wird, denke ich mal, auch das Grimm-Schuppen-Orakel spielbarer. Weil im Moment ist es ja bis auf diesen hässlichen Everything Can Happen Paladin ja, eigentlich nicht zu gebrauchen, das Murloc. Denn um hier vielleicht einen Leper-Gnome zu buffen, ja, um vielleicht noch mehr aggressiv zu sein. Also beim Jäger, wie gesagt, könnte ich mir das eventuell vorstellen. Ja, denn eigentlich generell alle Decks, die irgendwie Token spielen, also hier für im Wildmodus. War das Nax? Ja, das ist Nax. Also im Wildmodus wäre das sicherlich ein sehr starker Buff für den Geisterhafler Krabbler. Das würde dann ein 2-3er werden. Das wäre dann eine sehr, sehr starke Karte. Keine Frage. Wo wäre da noch? Ja, hier wieder für die Murlocs wieder ein Buff auf jeden Fall. Ja. In Verbindung mit den Pyromanten könnte man vielleicht verhindern, dass die eigenen Minions sterben. Ja, wäre eine Möglichkeit. Oder hier einen 2-4er. Noch mehr Karten ziehen wäre ziemlich geil. Hier, oh, halt, falsche Karte. Hier wäre das natürlich auch wieder geil. Witz ein 3-2er. Ja, keine Frage. Interessant. Ja, Windfury. Bei Windfury ist jeder Buff geil. Das würde dann 4-4er sein, der quasi 8 Damage machen könnte. Rein theoretisch. Ja, ist interessant. Ja, das triggert leider nicht, weil das ein Aureneffekt im Endeffekt ist. Ein Aureneffekte Buff und der zählt nicht als Zauber, weil man ihn als Spieler auf die wirken müsste. Ja, Synergie mit BGH könnte das haben, allerdings für den Gegner, indem man einen eigenen Minion dann auf 7 Angriffspunkte hoch schießt und dann der Gegner dann quasi ja, den eigenen Minion wegballern kann, also unseren Minion von unserer Seite her. Mit Hobgoblin im Wildmodus könnte ich mir da einige Kombinationen vorstellen. Also mit Hobgoblin bufft man ja erstmal so Minions, denn den Spawn da irgendwo reinjagen und dann nochmal 1-1 da drauf kann ja ein bisschen explodieren. Ja, Synergie hiermit, weil es gibt ja einige Decks, die auf die aufbauen. Ja, ist möglich. Denn hier wieder Murloc. Ja, Murloc-Kombi. Windfury natürlich wieder. Ja, keine Frage. Gute Kombination. Natürlich auch eine gute Synergie mit den Rekruten von der Silbernen Regentin. Ja, auf jeden Fall. Passt super, würde ich sogar sagen. Piraten, ich weiß nicht, inwiefern das bei Piratendecks vielleicht Sinn machen würde, die Piraten weiter zu buffen, aber zurzeit sind die Piraten ja eher bescheiden, muss man leider so sagen. Ja, denn wie vorhin schon gesagt, Murlocs werden da auf jeden Fall mitgebufft durch die Karte und Windfury Minions auch. Also das wäre dann auch wieder ein 4-4er, der noch einen Angriff dazu gerichtet. Das wären dann 10 Damage, die man hier mit ihm machen könnte. Saugeil. Was hätten wir hier? Ja, ich denke mal, halt hätte Synergie mit der Wichtelmeisterin. Ein bisschen, ein ganz klein bisschen. hier jetzt nicht so prall. Hier jetzt auch wieder, um halt den Drachling zu buffen. ja, sowas hätten wir hier. Ja, nicht so interessant. Ja, halt ihm hier einen Lebenspunkt mehr zu geben, aber er fadet ja eh im Standardmodus auch raus, also im Wildmodus und der ist sowieso schon so wenig zu sehen, also na, eher nicht.
Ja, bei Chargern ist der Buff, denke ich mal, auch interessant. Das würde ja dann ein 3-6er werden. Damit kann man auch schon den einen oder anderen Minion removen. Also vielleicht sogar zwei, wenn man Glück hat. Ja, warte mal, ein Sengen könnte man sich ja dann auch angucken. Das würde dann ein 4-6er werden. Ja, ziemlich eklig gegen Priester. Also für den Priester. Oh, ich muss hier erstmal kurz was trinken. Eine Sekunde. Ja, Sanitäter. Nicht zwingend eine Synergie, aber da einen 2-9er draus zu machen. Also noch schwerer zu removen. Ja, ist, denke ich mal, interessant. Ja, für Token, was ich ja schon gesagt habe, auf jeden Fall eine sehr geile Karte, die dann die violetten Lehrlinge bufft. Ja. Sehr interessant, sehr interessant. Vielleicht sogar für Handlock-Spieler, um die Drachen noch weiter zu buffen, nachdem die gespielt worden sind. Natürlich auch anfällig gegen Silence, aber sind wir mal ehrlich, ich würde die Brut von Nezzard eh nur bei Index spielen, wo man viele Minions hat und alle Minions mit einem Zauber. Silence ist bloß ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, triggert leider nicht mit dem Djinn, also bringt das ihm hier nix. Ja, in Kombination mit dem Anwerber, wenn man da ein paar Knappen spielen kann, denke ich mal, vielleicht interessant, wenn der Gegner keine Board Wipes mehr spielen kann. Also, das müsste man dann, wenn man gegen Mage spielt, nachdem er seine beiden Flame Strikes und Blizzards weggeballert hat, spielen. Hier sehe ich jetzt keine direkte Synergie, außer vielleicht wieder hier mit den Murlocs. Ja, Grim Patron hatte ich ja schon gesagt, um denen mehr Lebenspunkte zu verleihen und sogar mehr Angriff. Also hat, denke ich mal, sehr gute Synergie mit dem Grim Patron. Dann mit dem Berserker auch wieder, um da die Lebenspunkte zu erweitern, um noch mehr zu enragen, auf jeden Fall. Ja, in Kombination mit dem Muklas Champion vielleicht auch noch. Da werden noch mehr Buffs. Keine Frage. Ja, hier ist jetzt nicht so wirklich was ich damit buffen würde. Wobei er natürlich anfällig ist gegenüber den Kodo. Also ist er vielleicht sogar eine Karte, die das Kodo verhindern würde. Weil man will ja nicht, dass der Gegner gebufft wird. Also würde man dann wahrscheinlich das Kodo nicht spielen. Das wäre dann vielleicht eine Option, wie man den einsetzen könnte, um den Gegner, um halt zu verhindern, dass der Gegner das Kodo einsetzt, was aber generell relativ wenig eingesetzt wird. Ja, ich würde sagen, Synergie mit dem Agentum-Kommandanten auf jeden Fall und Bolfram-Schild. Das wäre dann ein 4-10er, ganz übel gegen Priester. Alter Schwede, alter Schwede. Und was haben wir hier noch so großartiges? Nö. Ja, Kodo-Reiter, da könnte ich mir auch vorstellen, wenn man den als Token-Generator spielt, denke ich mal interessant. Oder mit Hogger auch in Kombination, wenn man mehrere Gnolle auf dem Board hat, keine Frage. Hier ist jetzt eigentlich weiter nichts. Ah ja, doch, genau hier mit den wackeligen Wichteln könnte ich mir da auch noch ja, positive Synergien vorstellen. Windfury natürlich. Dr. Boom, 2-2er Boombots, ja, allerdings nur im Wildmodus, also von daher uninteressant. Hier, ja. Naja, gut, um den Basisschaden, also hier einen 7-10er draus zu machen, gut, dann ist das BGH-Ziel, aber da wird sowieso nicht gespielt und wenn dann auch nur im Wildmodus, also eigentlich auch eher uninteressant. Eigentlich eine super Synergie mit KT, muss man sagen, oder? Also im Wildmodus könnte ich mir vorstellen, dass da doch einige Kombinationen kommen. Im Standardmodus leider nicht verfügbar. Dass man den dann irgendwo reintradet, seine Minions bufft und dann in der nächsten Runde wieder und dann wieder und dann wieder, solange KT lebt. Und somit könnte man seinen Buff eigentlich relativ geil hochbuffen. Ja, in Verbindung mit Rafarm denke ich mal auch geil, wenn man hier das Mumien-Teil spielt, könnte man die Mumien von 3-3 auf 4-4 hochbuffen. Das wäre ganz schön übel, keine Frage. Hier Synergie mit Onyxia auch keine Frage. Aus den 1-1er Minions mal 2-2er machen. Das wären dann, warte mal, das sind dann 5 Weltblinge. Das sind dann 10 Damage plus Onyxia wären 18 Damage. Also, ja. 19 Damage, weil Onyxia kriegt ja auch plus 1, plus 1. Also 19 Damage wären das denn. Das wäre schon ganz schön fett.
Ich will nicht sagen unbedingt eine Synergie, allerdings, wenn man jetzt hier einen Leppalum auf dem Board schon hat, den gebufft wird auf 3-2 und man damit einen größeren Minion wegmachen könnte, generiert man ja wieder ja, eine bedingte Synergie. Allerdings fadet diese Karte ja auch aus dem Standardmodus hinaus, ist denn also auch nur im Wildmodus verfügbar. Ysera könnte ich mir vorstellen mit den lachenden Schwestern, dass da irgendwie was gehen würde, weil die dann 4-6 sein sollten. Ja, und ansonsten ja, keine weiteren Synergiemöglichkeiten, außer hier vielleicht mit Deathwing, dass Deathwing dann auf 13-13 gebufft wird, aber das ist ja Spielerei. Gut, wird vielleicht Sinn machen, wenn man auf dem eigenen Board Deathrattle-Minions hat, die dann halt spawnen nach dem Zerstörungseffekt und die dann gleich noch gebufft werden. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, da Nutzen aus der Wut von Ur-Zod zu ziehen. Und dann schauen wir uns mal wieder noch meine fehlenden Karten an. Fehlen. Oder fehlen? Oder was nur fehlen? Fehlen. Hä? Stand doch eigentlich, dass das jetzt gehen sollte. Diese neue Option, dass man. Oder auch nicht. Oder muss man hier auf Herstellen gehen? Moment. Fehlen. Fehlen. Eigentlich sollte hier neue Suchoptionen möglich sein, aber scheinbar sind die doch noch nicht enabled. Okay. Dann müssen wir halt so nochmal kurz zurückzoomen. Hier fix mal durchblättern, wo sich irgendwo Synergien ergeben könnten. Oh, ja. Hier mit den Trox von Troxor. Die haben ja Standard 3,5. Wenn man davon 2, 3 auf dem Board hat, ja, könnte man die auch noch wieder buffen. Das wäre vielleicht interessant. Ansonsten, ja, genau, hier er wieder, Illidan, seine 2-1er könnte man damit buffen, ja, das wäre vielleicht positiv. Die Bestie, da wäre nichts Positives dran. Nö. Nö. Grommog, der Impaler, nö. Auch keine direkte Synergie, die man jetzt sagen könnte. Die wäre interessant. Lichtbann. Nö, hat auch keine Synergie. Ja, das wär's dann, denke ich mal, eigentlich auch wieder. Und dann würde ich sagen, ja, machen wir mal an der Stelle Schluss. Sonst labern wir uns ja hier noch zu Tode. Ja, das war's denn zur Brut von Uzzot. Da gibt es wahrscheinlich noch irgendwelche Kombinationen, die man später nochmal ansprechen könnte. Also, wie gesagt, die Videos sind hier alle mehr auf den Standardmodus zugeschnitten als auf den Wildmodus, weil dann hätte man ja eigentlich auch den Baron Riven, der aufzählen müssen, der Deathrattle-Effekt verdoppelt. Aber ich werde mich hier primär auf den Standardmodus konzentrieren, weil das ja halt auch der offiziell von Blizzard angekündigte Modus sein wird für Turniere und hast du nicht gesehen. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Kartenvideo. Bye bye!